Herzlich willkommen hier auf dieser Bank der Poesie. So, Mutti, ja. Hannelore Fischer, ja. Geborene Möbius. Uralter Name, bin 89 Jahre alt und in Lutherstadt Wittenberg geboren. Was ist für dich Freiheit? Freiheit. Naja, dass ich überall hingehen kann und alles selber besorgen, verreisen, das habe ich ja auch schon alleine gemacht, ja. Mhm. Da war ich bis zum Nordkap oben. Also für dich ist es sehr wichtig, selbstständig zu sein, ja? Ja. Naja, wir sind ja von Wittenberg weg, da war noch nicht die Mauer. Das war ja 2 Jahre vorher, ja. Und wir sind ja immer mit dem Fahrrad nach Potsdam gefahren und dann in die S-Bahn, dann waren wir in West-Berlin, ja. Du bist also mit dem Fahrrad von Wittenberg bis nach Berlin, Potsdam. Nach Potsdam gefahren. Bis nach Potsdam gefahren. Ja, mit deinem Vater, ja. In Gesundbrunn sind wir dann ausgestiegen und da haben wir dann eingekauft. Und das Erste, was wir aber dann gemacht haben, ins Kino gegangen. Nicht nur in ein Kino, dann sind wir ins Nächste noch. Gibt es einen Lieblingsfilm? Dr. Zhivago, ja. Das war ja nach der Mauer. Da. Und das war im Europacenter, waren wir da im Kino. Und in dem Kino, da war das so, die Leinwand, als wenn sie mittendrin sitzt. Ja, so rund war das. Ja. Das Leben ist schön, alles andere ist Ablenkung. Mhm. Was macht die Kraft in deinem Leben aus? Die Kraft, dass ich noch alles selber machen kann, ja. Denn auf meinem Fahrrad, mein Lastenfahrrad, alles selber besorge. Ich bitte nicht gerne um Hilfe, ja, nur wenn es wirklich nicht geht, ja. Mhm, das fällt mir besonders schwer, ja, wenn ich jemanden bitten muss. Oh, Mutti, wenn du heute junge Leute triffst, du würdest ihnen gerne etwas mitgeben wollen. Was würdest du ihnen sagen wollen? Ja, mehr Rücksicht auf alte Leute nehmen sollen sie. Mhm. Manchmal stehe ich in der U-Bahn und keiner steht auf. Da bietet mir mal einen Platz an. Denn wir haben ja die Erfahrung schon gemacht, was den jungen Leuten ja erst noch bevorsteht. Ne? Also. Ich danke dir. Keine Ursache. Anita, da sind wir. Hallo, schön. Auf der Bank der Poesie. Das klingt gut. In der wunderschönen Birke, du liebst Birke. Ja, sehr sogar. Meine Lieblingsbäume. Was ist das Schöne an der Birke? Erstmal die Wolke, dieses mit Weiß unterteilte. Dann die kleinen mausartigen Blättchen gefallen mir. Und der ganze Baum Birke, wie gesagt, ist mein Lieblingsbaum. Die Birke ist ja auch der Baum der ewigen Jugend. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ein Pionierbaum. Ja. Überall, selbst in einer Dachrinne, kann eine Birke wachsen. Oh. Und du bist ja auch eine Pionierin, eine Sportlerin. Ja, das war ich mein Leben lang. Dein Leben lang? Ja. Bist du. Was war dein Lieblingssport oder was? Also ich habe in der Schule schon, wenn wir zum Beispiel in der dritten Stunde Sport hatten, dann habe ich mich schon darauf gefreut. Und also alles, was mit Bewegung zu tun hat, sportlich, hat mir gefallen. Und dann bin ich eben irgendwann zum Laufsport gekommen. Und das war jahrelang eben auch mein Lebens,
Motto sozusagen. Also immer in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben, ja. Und du hast es sogar so weit geschafft, dass du Marathon gelaufen bist? Ja, habe ich. Davor aber auch 10 Kilometer Läufe. Also viel Training im Vorfeld natürlich. Ah. Und 10 Kilometer Läufe, dann gab es die Potsdamer Meile. Und dann gab es kleinere Läufe noch von 5 Kilometern. Aber irgendwann ja Marathon und das war eine tolle Zeit. Wann hast du deinen letzten Marathon gemacht? Wie alt warst du da? 70. Mit 70 hast du deinen letzten Marathon gemacht. Ich hätte auch noch weiter gerne gemacht, aber dann wurde mein Mann so krank. Mhm. Und dann ging die Pflege und die Fürsorge natürlich vor. Und da konnte ich nicht mehr trainieren. Und darum war das dann nicht mehr möglich. Mhm. Die Kraft, die hast du immer aus der Bewegung, immer in Bewegung, sei dein Leben in Bewegung. Ja. Mhm. Auch in Bewegung, in der Fürsorge um andere. Ja, und alles mit Liebe gemacht, was ich gemacht habe. Ja, meine Kinder großgezogen. Und, aber ich habe auch von zu Hause, von meiner Mutti, wir waren sehr arm, aber von meiner Mutter habe ich viel Liebe gekriegt. Und das reicht ja fürs ganze Leben. Ja. So viel Liebe, das fürs ganze Leben. Ich habe mal von der Marianne Koch ein Buch gehabt und die berät älteren Menschen, Gedichte zu lernen dort drin. Und da habe ich dann angefangen, Gedichte zu lernen. Ja, und unter anderem, wie jede Blüte welkt und jede Jugend auch dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe zu ihrer Zeit und darf nicht dauern. Es muss das Herz bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Abschied liegt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Oh, das hast du wunderschön gesagt. Du bist auch in diesem Seniorenclub. Richtig, ja. Und was ist für dich das Wichtigste an diesem Seniorenclub? Also das Wichtigste sind die Kontakte mit den Menschen dort, mit den Gesprächen, die wir da führen und die gemeinsamen Feiern auch. Mhm. Und das Leben feiern. Das sowieso. Sollte man jeden Tag tun. Jeden Tag. Gibt es noch etwas, was du uns vielleicht sagen würdest, was irgendwie wichtig ist so fürs Leben und fürs Alter, dass du vielleicht einen jungen Menschen als Rat oder als Weisung mitgeben möchtest? Also da muss ich erst mal nachdenken, was ich... Du sagtest schon. Also vor allen Dingen alles positiv angehen. Mhm. Ja, und mit der Gelassenheit, das ist schon für jungen Menschen zu früh, aber die Dinge erstmal im Positiven angehen und den Mut dazu auch zu haben. Ah, Mut, Dinge anzupacken. Ja, genau. Sowas. Ja, Gelassenheit ist alles so zu sehen, dass es letztendlich ein gutes Ende nimmt. Also auch wieder im positiven Sinne. Ich danke dir wunderbar für dieses Gespräch mit dir hier gerne, auf der gerne, Bank der Poesie. Ja. Anita. Ja, herzlich willkommen, Christel Schützau. Ja, genau. Es ist richtig ausgesprochen. Es ist richtig ausgesprochen, ja. Christel, du bist ein waschechter Berliner. Ja, ich bin in Reinickendorf geboren und auch immer hier geblieben. Tatsächlich auch in der Nähe vom Schäfersee? Ja. Ah ja, du bist zwar in Berlin geboren, aber hast die ganze Welt bereist? Ja, ich bin mit meinem Mann, wir haben viele Kreuzfahrten gemacht. Und ein Jahr nach seinem Tod habe ich mich dann aufgerafft und bin dann alleine gefahren. Ah.
Wo warst du überall? Vielleicht das eine oder andere für uns? Ja, also eigentlich mehr in Europa, sagen wir mal, ja. Italien und im Norden, Norwegen und so weiter, ja. Ah. Da war ich vor kurzem erst mit meinen Kindern. Haben wir jetzt nach Norwegen Reise gemacht, die norwegischen Fjorde besucht, ja. Reisen ist für dich eine große Sehnsucht, ja? Ja. Und auch eine große Erfüllung? Ja. Und ein großer Horizont. Ich wusste mich zwar erst dann, dass ich auch alleine gefahren bin. Das war auch, kostete erst Überwindung, aber ich habe es dann doch gemacht, ja. Mhm. Also ich bin nicht kontaktscheu und so, habe dann auch gute Bekanntschaften gemacht, ja. Und habe dann auch teilweise eine Frau gefunden, mit der habe ich mich, die wohnt in Westdeutschland, dann verabredet zu den Reisen. Ne? Das war uns dann. Heute hast du noch einmal oder zweimal im Jahr, vielleicht sogar noch öfters, fährst du irgendwo auf eine kleine Insel, das ist? Ja, auf die Insel Sylt, ja. Mhm. Was ist das Schöne an Sylt? Also ich finde, ich gehe ja dort nicht baden, ich gehe spazieren, ja. Ah. Und ich finde es sehr schön, da auch an der Wattseite spazieren zu gehen. Und ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Ich war noch niemals in New York. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Ich war schon da, ja. Du warst schon in New York? Ja, schon mehrmals. Mehrmals sogar? Was? Ja, zweimal würde ich sagen, ja. Was war das Spannende für dich in New York? Was hast du dort erlebt? In Erinnerung direkt geblieben ist eigentlich, als wir mit dem Schiff ankamen und an der Freiheitsstatue so vorbeifuhren auf New York zu, ja, das war, ist mir eigentlich so in Erinnerung geblieben, ja. Wow. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Ist das ein Motto auch von dir? Einmal verrückt sein und einmal aus den Zwängen des Lebens? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so nennen kann oder so. Also das ist, aber ich bin schon mutig und auch im hohen Alter noch sowas zu unternehmen, ja. Mutig und ist es auch Gelassenheit oder ist es Durchhalten? Oder was ist es noch, was so deine Kraft ausmacht? Ja, eigentlich auch durchhalten und probieren und durchhalten. Ja, regelmäßig an dem Schäfersee. Ja, in dem Seniorenheim und das finde ich sehr schön. Ich hatte nach dem Tod meines Mannes, habe ich mir dann dort die Kontakte gesucht und da habe ich auch mehrere Frauen kennengelernt und wir sind ja mittlerweile eng befreundet. Ne? Ja, Freundschaft ist für dich also im Alter etwas sehr Wichtiges. Das ist wichtig, ja, dass man auch am Wochenende nicht alleine ist und ist wirklich schön, ja. Wenn du heute ein junger Mensch zu dir kommen würde und der wäre vielleicht sehr traurig oder wüsste gerade nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte, hat er seinen Sinn noch nicht gefunden oder ihn gerade verloren, was würdest du ihm gerne mit auf den Weg geben? Ja, eigentlich, dass er an sich selbst glaubt und versucht, aus seinem Leben dann irgendwas zu machen, ja. An sich selbst glauben. Hast du manchmal den Glauben an dich selbst zwischen im Laufe deines Lebens mal verloren und ihn wiedergefunden? Oder wie ja, war das eigentlich für dich? Nicht. Also ich war eigentlich immer recht selbstständig. Christel, dann danke ich dir für unser gemeinsames Treffen hier am Baum. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ein gutes Treffen und das nächste Mal eine Runde um den Schäfersee laufen, ja? Ja, genau.
Das Leben ist schön, alles andere ist Ablenkung.